den hier stellen wir hier hinten hin. Dann kommen hier vorne Palmen und so noch hin. Ich glaube, du hast einen Regenwald zu, da trinken hier immer so viel. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber das Geilste war vorhin Schnee im September. Ich weiß nicht, wo mein Zoo ist, aber ich glaube nicht in Deutschland. Oder nicht in Europa, sagen wir es so. Hier spielt das Klima so ein bisschen verrückt. Ölpalme. Wie in England. Entweder Nebel, wenn kein Nebel, dann Regen. Ja, ganz toll. Tolle Sache. Ich bin entzückt. Nee, im Sommer. Ja. Wo ist denn jetzt schon... Wozu? Die Scheibe ist doch da noch. Wie kommt der Elefant da immer raus? Das ist doch noch... Die Scheibe ist doch noch da. Wie? Wie geht das? Wie kommt der Elefant da raus? Die Barriere ist noch ganz. Das ist ein Hase, er gräbt ein Loch. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Kommt da halt so eine Wand jetzt hin. Mit der Glasscheibe drin. Finde ich zwar nicht schön. Aber die Dickhäuter lassen mir keine Wahl. Haben sie halt selber Pech. Ich weiß nicht, wie sie rauskommen. Aber die Tatsache, dass sie es tun, reicht. Unglaublich. Unglaublich, ey. So. Wir können die eigentlich auch so eine Palmoase machen, ne? Ja, trudet ihr da hinten mal. Ihr macht ja bestimmt einen auf Kupferfeed und geht durch Glas. Ich hab Wunderelefanten. Die können Dinge, die kann kein anderer. Meine Elefanten sind einzigartig. Einzigartigen Elefanten. So. Warte, nee, der ist zu groß.
So. Nee, die Richtung wollte ich nicht. Hallo Masaki! Ich hoffe, dass es dir gut geht. Vielleicht wollte es einen schönen Wochenstart. Ihr könnt eigentlich auch eine richtige Insel reinbauen, ne? Das Sumpfelsgebilde da. Also es geht ja nicht, wenn Wasser drin ist, ne? Naja. Ein kleiner Erdhaufen. Ich möchte da nämlich ein Serpent draufsetzen. So. So. Und sowas haben wir auch noch. Hier so eine Ölpalme. Ja, oh, passt. Da haben wir irgendwelche Blümchen, die da noch ein bisschen passen. Ja, auch die haben wir noch. So. So. Und so. Geht das? Ich glaube, das geht. So, hier kommt dann wieder das wunderbare Gras hin. Muss ja nicht unbedingt die Eingänge sehen, wenn es sich vermeiden lässt. Wunderbaren Schließfächer. Oh Mann. Wunderbaren Schließfächer. Die Krankheit können wir einmal erforschen. Wunderbaren Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. Mhm. Aber super, super sicher. Mhm. Hallo Nox. Schön, dass du reinschaust. Unicorns dancing on rainbows, big fluffy 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 unicorns dancing on rainbows. Ah, das Lied ist toll. So. Will ich hier mal so einen kleinen Zaun hinbauen? Kann jetzt hier schon wieder Stunden dauern. Muss mir auch mal angewöhnen, die Wege ohne Bruchstein zu machen. Wäre das alles viel einfacher. Ich glaube, es nimmt so langsam Gestalt an. Ich hoffe es.
Ja. Abstände zu den Bäumen passen, aber auch perfekt. Na gut. Ja, da nicht ganz so, aber. Ansonsten. Da kommt dann noch was anderes hin. Hier hinten würde ich aber auch gerne. So als Umzäunung. Wäre das doch gar nicht verkehrt. So, aber hier hin. So. Wie lang geht hier der Weg? Ah, okay, nur bis dahin. Was ist hier überhaupt? Okay, wir bauen es dahinter. Dann steht der Baum halt davor. Alter. Das passt aber haargenau. So, und gleich stürzt das Spiel ab. Das würde mir jetzt noch fehlen. So, da können wir noch ein paar Leute. Befördern. Damit sie ihrer Arbeit auch nachkommen können. Und dann hast du auch Hochbelastung. Ach, die Tierpfleger. Vielleicht sollte ich die Tierpfleger auch mal befördern und nicht alle anderen. Da haben sie jetzt auch noch mal eine Beförderung bekommen. So, was mache ich hier hinten? Machen wir da auch wieder dieses Elefantengras hin? Also, warte mal, hier ist welche. Ich glaube. Ich glaube, das sieht gut aus. Wobei, warte mal, kann ich? So. Meine Oberfläche. Okay, wenn ich die einfach mal wegmache, dann nehmen wir das hier einmal. Wenn wir was anderes haben als diese ekelhafte Backsteinmauer, weil die gefällt mir sowas von gar nicht. Was das da soll, weiß ich bis jetzt noch nicht. Dann. Oh je. Na gut, das ist einfach sehr groß. Oh, das hier, das passt. Und die hier neben. Und jetzt können wir das Elefantengras daran pappen. So, aber bitte
gerade. So. Setzen wir da auch mal was aus. Es ist schon wieder ein Tier verstorben. Nee, das ist da. Da können wir es vielleicht hin. Ach, das ist ein Baum. Ich dachte, das ist irgendwas, was da. Oh. Okay. Da können wir hier noch überall so ein bisschen Papyrus hinpfeffern. Komischen Dinger noch. So. Ach, die Leistenkrokodile. Die machen doch schon wieder Probleme. Das ist zu groß. Das ist im Endeffekt auch. Dann klatschen wir da einen kleinen Felsen hin. Und hier können wir überall noch vereinzelt diese Blumen hinmachen. Wir auch nicht so viele haben. So. Hier hinten können sie auch hin. Können sie auch das Heizding da so ein bisschen verdecken. Da von der Seite? Ejo. Oder? Geht doch. Hier kommt dann noch was anderes hin. Können wir noch ein paar Laternen hinmachen? Das ist aquatisch. Den nordafrikanischen finde ich halt so toll. So, muss ich noch irgendwo welche? Ja gut, hier könnte ich noch welche entfachen. So. Ja, dann haben wir das auch erstmal beleuchtet. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten die Wüstenfüchse. Gut, hier hinten müssten wir auch noch irgendwas finden. Ich glaube, da passt der Wüstenfuchs nicht rein. Der Wüstenfuchs braucht, glaube ich, ein bisschen mehr. Na, doch, könnte. Nee, darf ich den Wüstenfuchs nicht reinquetschen. Da kommt, glaube ich, irgendwas anderes mal hin. Nur was? Das ist die Frage. Na gut, ich könnte hier auch so eine kleine Vivarium-Ecke machen. Huch,
Wir könnten die Wüstenfüchse halt hier wunderschön hinmachen. Dann hier halt so eine Höhle hin. Für die Fennex. Wäre eine Idee. Warte mal. Wir führen einfach mal den Weg weiter. Ich werde ihn jetzt übrigens auch noch breiter machen. Von 8 auf 10 Meter Breite. Oder war da. Nee, erstmal 9. Mal auf 9. So, und was ich gerade falsch gemacht habe, wie ich das eigentlich abgerissen habe. Einmal ohne Bordstein. So. Und jetzt möchte ich einmal was ausprobieren. Der geringeren Breite mal. Der gleiche Weg. Gut, ich habe dafür keine ruhige Hand. Warte mal. Das bleibt auf jeden Fall. So. Ich weiß, doch sieht es nicht besonders schön aus. Noch. Aber das wird. Das wird. Also, wie groß muss das, wie hoch muss das Fennekgehege sein? Eineinhalb Meter. Dann nehmen wir doch einfach mal das hier. Eineinhalb. Ah, okay. Wenn ich auf 1,5 Meter mache, wäre es das hier.
So. Das hätten wir. Dann etwas kürzer machen. Doch etwas kürzer. Und dann einmal. Wie ja hier E-Felsen hinkommt. Mach ich dann noch direkt mal. Weiß ich, dass ich es vergesse. Oh. Naja, ist ja egal, wenn da ein bisschen was rausguckt. Und oh Gott, tun wir das am besten? Oh Gott. Oh Gott. Yvonne Ruland. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Warte mal. Könnte es doch irgendwie drehen, ne? So. Oh. So geht es auch ganz einfach. Yvonne reicht. Okay. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen tollen Wochenstart. Schön, dass du da bist. Dann müssen wir gleich unbedingt. Ja. So. Tada. Tada. Und pass auf, den Fennec reicht's dann nicht. Ich und Höhen bauen, das ist immer wieder so ein. Ein atemberaubendes Phänomen. Nein, das war falsch. Da. Na gut, ich würde sagen, wir setzen es auch erstmal kurz rein. Was kommt da noch rein? Da kommen die Wüstenfüchse rein. Die kleinen Fennecs. Da geht's so, bis dass der PC den Geist aufgegeben hat. Oh, das ist scheiße. Es tut mir echt mega leid. Aber die Erfahrung mit dem PC kenne ich auch noch. Mein ganz alter PC hatte auch die wunderbaren Gewohnheit, ständig kaputt zu gehen. Ist aber Gott sei Dank schon lange her. Das freut sich. Ich muss so gerade überlegen, wo ich am besten den Mitarbeitereingang mache. Am besten dann hier, ne? Dann mache ich hier einfach so einen Zwischenweg rein. Für den Mitarbeiter. Wie ist ein Füchschen? Ja. Oh, ich freue mich auch auf die. Ich glaube, die starre ich dann einfach nur noch die ganze Zeit an. Da bin ich ja in die Wüstenfüchse so ein bisschen verliebt. So. Oh, Länge des Weges machen wir einfach. Oder wieder lang. Perfekt. Aha, Bogen drin. Aber am Samstag habe ich dann wieder mein wieder. Das ist gut. Das ist gut. Also ich muss ja sagen, ohne PC konnte ich mittlerweile nicht mehr.
Ja, da mache ich halt so alles mit. Ich habe Gott sei Dank noch meinen Vorgänger von diesem PC. Wobei, da ist der Monitor kaputt. Aber Monitor ist einfacher zu beschaffen als neuer PC. Nein, meine Gorilla wird sterben. Müssen wir gucken, ob wir noch welche brauchen. Okay, wer ist gestorben? Tierhandel. Und zwar der Fennec. Bitte sagt, dass es sie gibt und dass es sie günstig. Na, okay, günstig. Ja, klar. Ohne Fruchtbarkeit. 1800, dann kann ich mir aber keinen anderen mehr leisten. Okay, den nehmen wir einmal. Komm, ich bräuchte noch ein gutes Weibchen. Ja, danke. Super. Wir haben Glück. Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Ja. Na, wo bleiben meine Fennecs? Ich werde Fennec haben. Fennec? So, dann hauen wir euch mal ein Essenstablett rein. Kräftigungsspielzeug. Da kommen sie. Ja. Ah. Ich zeig mir meinen kleinen Wüstenfuchs. Komm schon, zeig mir meinen Wüstenfuchs. Ja. Ah, komm. Ah. Gott, sind die goldig. Ich muss das Gras wegmachen, warte mal. Ich muss aber das grobe Gras hier wegmachen. So. Oh Gott, ist das süß! Gott, diese Klubschaugen! Schatz, ich brauche einen süßen Fuchs! Ich brauche einen süßen Fuchs! Ich brauche einen süßen Fuchs! Ich brauche einen Wüstenfuchs. Okay, den starre ich jetzt stundenlang an. Oh, haben will. Vor allem diese schwarze... Eine schwarze Schwanzspitze. Und eine Laufente. Nein, aus. Nichts mit Laufente. Nein, die jagt seinen Schwanz. Frisches! Ich brauche einen Wüstenfuchs! Ich brauche einen Wüstenfuchs. Unbedingt. Oh, oh. Oh Gott, ist die süß. Deine Giraffe. Giraffe, okay. Will ich gerade, warte, gibt es hier überhaupt Giraffen? Ich glaube, ich hatte noch nie eine Giraffe. Uch. Also, doch, stimmt. Einmal speichern, das wäre ganz gut. Ich überlege gerade, hatte ich hier überhaupt schon mal eine Giraffe? Gibt es? Ich weiß das gar nicht. Ja, es gibt Giraffen. Mehr von den Füchsen. Okay, wir starren nur noch den Fuchs an. Bin ich in der Zeit bei der Musik. Was ist denn denn hier?
Nein. Die sind toll. Die sind toll. Ah, warte mal. Ich sehe da Menschen, wo lang gehen, wo sie nicht lang gehen dürfen. Nein, 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 nein. Halt, stopp. Hoch. So. So, danke. So. So süß, ja. Oh, die sind mega süß. Ich glaube, das ist mittlerweile mein Lieblingstier jetzt. Gott. Das ist süß, ey. So. Gehege-Webkamera. Jo, was macht man mit dieser Kamera? Wie cool! Aber wozu, was bringt eigentlich die Kamera? Okay. Ich frage mich, wozu man die Kamera jetzt genau benötigt, aber... Ja, cool. Warte mal. Das ein Bildschirm übertragen. Ja, gucke ich sogar gerade. Also auf den normalen Bildschirmtafeln nicht. Guck mal hier. Wäre das mega cool, wenn das gehen würde. Text drüber schreiben. Auf jeden Fall ist das. Oh ne, das sind alles nur Bilder. Das ist nur Bilder. Das sind die Erhaltungstafeln. Ach du Scheiße. Ganz wild schon. Irgendwas. Nee, das ist genau das gleiche. Google ich einfach mal. Vielleicht finde ich das ja heraus. Ja, das wäre halt mega cool, wenn das irgendwie hier auf diesen Bildschirm gehen würde. Werbeziele, warte mal. Was kommt da dann? Gar nicht.
passiert, nicht das Geringste.